Einen schönen guten Abend, Leute. Willkommen zurück zu Silent Hill 2. Wir sind ja endlich wieder an der halbwegs frischen Luft. Oh, hier liegt ein Boot. Das könnte ja mehr so der finale Weg sein, hä? Guck ich nochmal kurz, ob es hier noch irgendwo eine kleine Kleinigkeit gibt zu naschen oder noch ein Déjà-vu aufzuklären. Also wenn da einer von euch draußen ist, der mir was zu diesen komischen, mysteriösen Fotos sagen kann, ne? Immer raus damit. Ich habe mich ja nun echt großartig rausgehalten aus Story und so Geheimnissen und alles, was das Internet da denn zu bieten hätte, theoretisch. Außer bei der einen oder anderen Lösung habe ich mir dann, musste ich dann mal nachschauen. So, also bleibt nur das Boot. Und auch die ganze Story und so, ne? Bin gespannt, ob ich das am Ende richtig verstehe. Erleben wir jetzt hier gerade die Geschichte? Dieses lokale Märchen. Aber es ist ja nicht stürmisch, ne? Oder haut er aber raus denn? Okay. Ich wollte das einfach mal probieren so. Immer so gefühlt wie eine 90-Grad-Kurve überpasst. Und Schlag. Und Schlag. Ich kann ihn nicht genau auf den Turm ausrichten dadurch. Ach, scheiße, ich verwechsel das hier. Verarscht dieses Licht mich? Ein Öllicht. Ich wünsche mir ein gutes Ende, ne? Für unseren James. Ist das jetzt hier so ein kleines Resort oder was? Liegestühle, viele kleine Anlegeplätze. Eine ganze Menge Liegestühle. Karte. Lakeview Hotel. Garten. Ach, krass. Ah,
Haben wir hier? Lakeview Bootsverleih. Verbringen Sie unvergessliche Momente auf dem Toluca Lake. Genießen Sie das friedliche Auf und Ab der Wellen. Nur $15 für einen Tag. Das Auf und Ab der Wellen. Kaufen Sie auch direkt dazu Reisetabletten. Nochmal $15. Aber eine schöne Idee. Kann man hier nochmal. Ich meine, Kick macht keinen Sinn. Selten so einen dichten Nebel hier sehen. Na, mal gucken, was uns hier erwartet. Jetzt kommt ja erstmal der Garten. Jetzt die Frage ist, das sieht jetzt alles viel freundlicher aus hier, ne? Vielleicht wird hier gar nicht gekämpft und ich muss jetzt gar nicht nach Munition suchen. Seit 3 Jahren nicht verändert. Aber es gibt doch ein bisschen Zeug. Und es wird jetzt auch großzügiger damit umgegangen, ja? Also vor der Eddie-Sequenz, Junge, da haben sie uns ja richtig gegönnt. Denn just auf der Karte zu sehen, was da ist. Ah, da kann man wirklich noch hin. Okay. Warum hat er denn gerade so geguckt? Der guckt ja mal so rüber bei manchen Sachen. Der Einsame aus dem Osten entflieht der Sicherheit des Wassers. Er ist verloren. Atemlos. Schon schön. Sehr gemütlich aus. Ah. Ich hätte gerade so einen Wunschtraum gehabt. Ohne Kinder in so einem Hotel zu sein. Einfach frühst mit der Frau raus. Sie hier an den Tisch setzen. Kaffee trinken. Wenn die Kälte naht, verlassen sie ihre alten Nester, um rechtzeitig zurückzukehren. Das ist so hier ein Reiher, oder was? Alles schon mal gesehen. Hier haben wir noch eine Statue. Ah, hier ist nur mit durchgucken. Das ist ja dasselbe, ne? Aber mit Glühbirne drin. Vielleicht ist das schon wieder unser erstes Rätsel, um reinzukommen oder so. Oder ich drücke einfach mal hier an der Tür. Das ist sonderbar. Was gibt's hier? Ach, willkommen. Neighbor Hotel Café. Glaube ich. Das ist hier diese Silent Hill Melodie. So, hier fehlen uns Objekte. Ist völlig klar. Was haben wir hier? Dieser Teil des Gartens ist wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Wir bitten um Entschuldigung. Kein Thema. Wir verschaffen uns da sicherlich trotzdem Zutritt. Nanu. Ach, der Haupteingang ist natürlich offen. Willkommen zurück. Was hat er gesagt? Mary. Was? Ich warte auf dich. 312. Konferenzraum. Im dritten Flur hier. Es
ist auch mal ganz echt angenehm, einfach mal intakte Texturen zu sehen. Ich dachte, das ist Zettel lassen. Ein Abfluss. So, damit haben wir alle Karten gesammelt. Hier wird die Speicher. Was gibt's hier? Musikbox. 312. Das ist zufällig der Schlüssel zu dem Zimmer. Sehr geehrter Mr. James Sunderland, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Videokassette, die Sie bei Ihrem letzten Aufenthalt in Ihrem Zimmer vergessen haben, gefunden und in den Mitarbeiterbereich im ersten Stock gebracht haben. Wir werden sie im Hotel-Safe aufbewahren und Ihnen so bald wie möglich zurückgeben. Videokassette, davon hat auch Angela gesprochen, ne? Irgendwer hat eine Videokassette erwähnt. Das nehmen wir gerne mit. Hundertzwei. Mit Verfall hier hoch. Oh, ist Ton, finde ich so cool. Ich mag so alte Sachen. Ja, vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr aufpassen. Man verteilt ja nicht aus Spaß noch Munition hier. Weißt du noch, dieses seltsame Buch, das du vorhin gefunden hast? Vor ein paar Stunden kam ein ziemlich seltsamer Kauz herein und behauptete, es gehöre ihm. Ich wollte mich nicht mit ihm streiten. Ich wollte nur, dass er so schnell wie möglich geht. Also habe ich es ihm gegeben. Keine Ahnung, woher er überhaupt wusste, dass es hier ist. Ich glaube nicht, dass er jemals hier zu Gast war. Daran hätte ich mich erinnert. Oh, was ist hier los? Ich bekomme es nicht aus meinem Kopf. Aha. In Ordnung. Schönes Hotel. Musikbox. So, hier fehlen wieder etliche Sachen. Und dann muss gepuzzelt und gedreht werden, so wie es aussieht. So, wir spielen hier schön Klavier. Vorführraum. Nur Personal. Dachte, ich versuch's mal. Did I scare you? Oh. Laura. Yeah, you did. I guess I deserved it, huh? The fart face that I am. Maybe. Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. Uh-huh. So, you got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough for now. Well, that's reassuring.
Besides, I need your help finding Mary. She's here, isn't she? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Oh. Yeah. Wanna read it? Just don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She's our nurse. I, took it from her locker. My dearest Laura, I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now, in a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please, give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. That means Mary couldn't have died 3 years ago. Yeah, it's a no. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it, I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura! Hat sie einen Hund gemalt? Und ein Hasen. Das haben wir im Krankenhaus schon gesehen, ne? Hat sie da auch gemalt. Also das ist jetzt, aber das ist heftig, ne? Ich fand gut, dass es auch gleich gesagt hat. Dann kann das ja keine 3 Jahre her sein.
Ich dachte, hier passiert noch was. Ich habe das ganz ohne meine Hände gespielt. Intermezzo. Johannes Brahms. Joe Anus Brahms. In Ordnung. Laura. Ja, guck mal, jetzt ist sie da durch, wo wir nicht rein konnten. Oh nein, es ist soweit. Aber warum? Arschbacken hier, jetzt geht die Scheiße wieder los. Mann, aber wieso? Muss ich jetzt wieder aufpassen hier? Das ist ja mal irre, also wie viele Räume wir denn jetzt nochmal durchkämmen müssen? Theoretisch. Seh die Schüsse. Gib mir den Pinguin. Hier können wir rüberhupfeln. Machen wir das gleich. Gucken wir noch kurz hier. Ah, oh, das ist. Eieiei! Mal frische Air tanken. Was ist das? 107. Das haben wir noch nicht. Was haben wir hier? Stuff only. Oh, ist aber offen. Geil. Schlüssel zum Morgenrotflügel. Mhm. Der Hedera Helix hat irgendeine Krankheit. Halte ihn vom Rest der Pflanzen fern, sonst gehen sie alle ein. In Ordnung. So, wir können da raus. 107 ist hier. So, dann springen wir jetzt mal über die Balkonzisse. Ja, gerade so ein ganz kleines Schnurren im Radio gehabt. Ich weiß nicht, ob man da jetzt einfach so durchkriechen sollte.
Halt dein Fresse! Hallo kleiner Teddy. In Versorgungsraum. Oh ja. Vier Schrotmumpeln. Oh. Mann, mich mehr schreckt. Mit schweren Herzen überbringen wir die Familie von Sean Mitchell die Nachricht von seinem Tod. Die Trauerfeier findet um 11 Uhr in der St. Stella Church in South Wales statt. Im Anschluss an den Gottesdienst werden wir einen kleinen Empfang in Seans Elternhaus geben. Seans. Hallo? Achso. Ja, haben wir gerade entriegelt. So, hier kommen wir rein. Da liegt auf dem Boden, ne? Sind wir hier schon drin gewesen? Nee. Diese Schubladen sind grundsätzlich leer. Foto. Aftermath. Vorfall, oder? Danach. Okay. Also nach dem Vorfall. 21. Hier wurde anscheinend ein bisschen getrunken. Etwas mehr. Sind wir wieder hier? Könnten wir ja versuchen, mal eine Runde nach oben zu gehen, ne? Alle aufwacheln. Sunset Wing Rooms. Sunrise Wings. Aufgang und Untergang. Gesammelt. Ah, ein Bücherrätsel. Hochmut kommt vor dem Fall. Das habe ich schon mal irgendwo gehört.
Hab ich gerade große Geräusche gehört. Aber die waren anscheinend hier aus dem Spiel. Ah, okay. Und Offenbarung. Eine neue Interpretation. Und das hier ist Russell Crowe in Gladiator. Der Aufsteigende. In Ordnung. Gut. Gucke ich mir gleich an mit den Büchern. Oh. Alter. Das sind ja so die optimalen Räume. Hallo? Das ist aber kein Mannequin-Fuß, aber irgendwo steht bestimmt eine zwischen. Die große hier? Guck mal, das sieht doch schon sehr unnatürlich aus. Oh. Agent Sunderland, kommen Sie raus, wenn Sie hier sind. Schuss mit der Scheiße, ey. Reifer Apfel. Oh, meine Hand fängt an. Okay. Wenn jetzt sich jetzt hier alles zusteckt. Hier ist ein Schlüssel für die 202. Wird in hier steckt. Bestimmt eine Decke ab oder so. Ah. Ich hab das Licht an, aber ich kann hier reinleuchten. Eine Sissa. Machen Sie entspannt. Kleines Krankenzimmer. Medical Records. Krankenakte. Aber ich kann ja nichts mehr machen, ne? Aber ist das Mrs. Sunderland? Aber ne, macht keinen Sinn, oder? Vor allem, warum hier? Die hätte eigentlich im richtigen Krankenhaus gearbeitet. Als richtige Schwester. Jetzt haben wir die andere Seite aufgeschlossen, okay. Sie hat Lust auf uns. Kommt sie raus? Echt hier. Warum?
Ja, das machen wir demnächst mal gleich so. Ich habe gedacht, man kann einfach mal versuchen so. Aber da klopft sich ja ewig. Ah, okay. Na, ihr möchtet auch jemand nicht gestört werden, dann können wir da nicht einfach rennen. Meine Munition. Na gut, Boys. Ich suche uns mal einen Speicherpunkt und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge um dieses Bücherding. Mal gucken, was da noch ausgespuckt wird. Vermutlich ja das erste Stück für diese Spieluhr unten im Foyer. Würde ich mal so drauf tippen. Okay, ich wünsche euch einen ruhigen Abend. Habt einen schönen Feierabend und genießt alle, was ihr jetzt noch macht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Silent Hill 2. Schönen Abend. Haut rein. Tschüss.